Magdalena Kowalska wurde am 25. August 1905 im Dorf Głogowiec in der Mitte Polens geboren, in einer armen Bauernfamilie, als das dritte von 10 Kindern von Stanislaus und Marianne. Eigentlich waren die Kinder vor allem von der Mutter erzogen. Der Vater, der 10 Morgen Land versah, war gezwungen, auch als Tischler zu arbeiten, um seine große Familie zu ernähren zu können. Doch trotz der Armut und der harten Arbeit herrschte in der Familie der Kowalskis eine äußerst christliche Atmosphäre. Die Eltern achteten sehr auf das religiöse Leben der Kinder. Mit 9 Jahren empfing die Helene zum ersten Mal die Heilige Kommunion. Dann mit 12 Jahren wurde sie eingeschult und danach arbeitete sie als Dienstmädchen bei wohlhabenden Familien, um für den eigenen Unterhalt zu verdienen und auch für, um den Eltern zu helfen. Mit 7 Jahren erhörte sie zum ersten Mal die Stimme Gottes in ihrem Herzen, die sie zum vollkommenen Leben rief. Sie bat die Eltern zweimal um die Erlaubnis, ins Kloster eintreten zu dürfen, bekam aber keine. Erst im Jahre 1925 wurde dieser tiefe Wunsch ihres Herzens erfüllt. Das war nach einer Vision des gemarteten Jesus, die sie auf einem Tanzvergnügen hatte. Einmal war ich mit einer meiner Schwestern zum Ball. Als alle in bester Stimmung waren, empfand meine Seele innere Qualen. Im Moment, als ich zu tanzen anfing, erblickte ich neben mir Jesus, ganz mit Wunden bedeckt, der zu mir die Worte sprach: Wie lange soll ich dich ertragen? Und wie lange wirst du mich hinhalten? In dem Augenblick verstummte die liebliche Musik. Die Gesellschaft, in der ich mich befand, verschwand mir aus den Augen. Es blieben Jesus und ich. Heimlich verließ ich die Gesellschaft und begab mich in die Kathedrale des heiligen Stanislaw Koska. Ich warf mich vor dem allerheiligsten Sakramente nieder und bat den Herrn, mich erkennen zu lassen, was ich weiter tun sollte. Sogleich hörte ich die Worte: Fahre sofort nach Warschau. Dort wirst du ins Kloster eintreten. Es war am Abend bei der Vigil der Mutter Gottes von den Engeln. Ich war überglücklich. Ich hatte den Eindruck, ins Paradiesleben eingetreten zu sein. Ein einziges Dankgebet entrang sich meinem Herzen. Hierher habe ich dich berufen, nicht woanders. Und ich habe für dich viele Gnaden bereitet. Sie wurde also mit 20 Jahren in die Schwesternkongregation der Mutter Gottes der Barmherzigkeit aufgenommen und dort erlebte sie circa 13 Jahre. Sie arbeitete in vielen unseren Häusern und verrichtete immer einfache Pflichten. Sie arbeitete als Küchengärtnerin und Pförtnerin. In der Kongregation erhielt sie einen neuen Namen, der Schwester Faustine. Sie erkrankte an Lungen- und Darmtuberkulose. Darüber hinaus ertrug sie auch große geistige Leiden, weil sie ihr Leben für die Sünder zum Opfer gebracht hatte und insbesondere für diejenigen, deren Erlösung gefährdet war. Allem Anschein nach war das Leben von der Schwester Faustina sehr eintönig und grau. Aber dabei führte sie ein außergewöhnlich tiefes, mystisches Leben. Sie war sehr reichlich von Gott beschenkt.
Sie hat die Gabe der Prophetie, der Bilokation, der Kontemplation. Sie konnte auch in menschlichen Herzen lesen. Und sie war auch mit dem mystischen Verloben und Vermählen mit Gott beschenkt. Also sie erlangte Gipfel der Vereinigung mit Gott auf Erden. Und im Rufe der Heiligkeit starb sie in diesem Kloster hier in Krakau am 5. Oktober 1938. Und gleich nach dem Tode nahm der Ruhm ihrer Heiligkeit ständig zu. Also die Leute, die Menschen durch ihre Fürsprache erbaten viele Gnaden. Und deswegen auch am 18. April 1993 wurde sie vom Heiligen Vater Johannes Paul II. Auf dem Peterplatz in Rom selig und dann am 30. April 2000 heilig gesprochen. Ihre Reliquien ruhen hier in dieser Kapelle auf dem Altar des barmherzigen Jesus. Im Alten Testament habe ich zu meinem Volk Propheten mit Blitz und Donner gesandt. Heute sende ich dich zu der ganzen Menschheit mit meiner Barmherzigkeit. Ich will die wunde Menschheit nicht strafen, sondern sie gesund machen, sie an mein barmherziges Herz drücken. Schwester Faustine wurde eine besondere Sendung aufgetragen. Sie sollte erstens die irgendwie vergessene Wahrheit über die Liebe Gottes zu jedem Menschen der Welt von Neuem vor Augen stellen, diese Wahrheit verkünden, der Welt näher bringen. Und dann die zweite Aufgabe war, eben diese Barmherzigkeit für die ganze Welt zu erbitten. Diese erste Aufgabe erfüllt sie sehr gut, indem sie alle Worte Jesu, alle seine Wünsche niederschrieb. Sie war sehr treu bei der Erfüllung dieser Aufgabe und aus diesem Schreiben entstand so ein dickes Tagebuch von Schwester Faustine. Diese Schriften nach dem Wunsche Jesus sollen uns alle zum Vertrauen auf Gott ermuntern. Und dieses Tagebuch wurde schon in viele Sprachen übersetzt, ins Englische, ins Deutsche, Russische, Portugiesische, Französische. Und das ist nicht nur für die einfachen Menschen ein spezielles Werk, aber auch für Wissenschaftler, die hier eine zusätzliche Quelle für ihre theologischen Forschungen erkennen, finden. Die zweite Aufgabe von Schwester Faustine, also das Erbitten der göttlichen Barmherzigkeit für die ganze Welt, erfüllte sie unter anderem dank den neuen Kultformen, die durch sie uns von Jesus übermittelt wurden. Und da sind das Bild des barmherzigen Jesus, das Gebet in der Stunde der Barmherzigkeit, dann der Rosenkranz zur Barmherzigkeit Gottes, das Fest der Barmherzigkeit und die Verbreitung der Verehrung der Barmherzigkeit Gottes. Außerdem zeigt uns Schwester Faustine
einen neuen Weg zu Gott. Und dieser Weg beruht eigentlich auf zwei Sachen, die sehr wichtig sind. Das sind zwei Haltungen des Menschen. Die eine betrifft unser Leben mit Gott und die andere unser Leben mit dem anderen Menschen. Es geht hier um Vertrauen und um die Barmherzigkeit. Wenn ich durch dich von den Menschen die Verehrung meiner Barmherzigkeit verlange, musst du dich als Erste durch Vertrauen auf meine Barmherzigkeit auszeichnen. Schwester Faustina schrieb in ihrem Tagebuch: Deinem Willen habe ich volles Vertrauen geschenkt. Schenkst du mir Gesundheit und Kraft, sei gepriesen. Wirfst du mich auf das Leidenslager, sogar lebenslang, sei gepriesen. Nimmst du mich in der Jugend, sei gepriesen. Lässt du mich das Greisenalter erwarten, sei gepriesen. Und das ist das Vertrauen. Jesus hat auch gesagt, aus meiner Barmherzigkeit schöpft man Gnaden mit nur einem Gefäß. Und das ist das Vertrauen. Je mehr eine Seele vertraut, umso mehr bekommt sie. Ich verlange von dir Taten der Barmherzigkeit, die aus deiner Liebe zu mir hervorgehen sollen. Barmherzigkeit sollst du immer und überall deine Nächsten erweisen. Jesus sagte zu Schwester Faustine: Barmherzigkeit sollst du immer und überall dem Nächsten erweisen. Ich gebe dir drei Möglichkeiten, den Nächsten Barmherzigkeit zu erweisen. Erstens die Tat, zweitens das Wort und drittens das Gebet. In diesen drei Stufen ist die Fülle der Barmherzigkeit enthalten. Sie ist ein unumstößlicher Beweis der Liebe zu mir. Jesus äußerte auch den Wunsch, dass seine Verehrer aus Liebe zu ihm im Laufe des Tages wenigstens eine Tat der Barmherzigkeit ihren Nächsten erweisen. Das ist sehr wenig, eine Tat der Barmherzigkeit pro Tag. Und dank dieser Haltung der Barmherzigkeit ist die Andacht zur Barmherzigkeit Gottes nicht nur eine Devotion, sondern verleiht unserem christlichen Leben eine besondere Tiefe. Am Abend, als ich in der Zelle war, erblickte ich Jesus den Herrn in einem weißen Gewand. Eine Hand war zum Segen erhoben, die andere berührte das Gewand auf der Brust. Von der Öffnung des Gewandes an der Brust gingen zwei große Strahlen aus, ein roter und ein blasser. Nach einer Weile sagte Jesus zu mir: Male ein Bild nach dem, was du siehst, mit der Unterschrift: Jesus, ich vertraue auf dich. Ich wünsche, dass dieses Bild verehrt wird. Zuerst in eurer Kapelle, dann auf der ganzen Welt. Ich verspreche, dass jene Seele, die dieses Bild verehrt, nicht verloren geht. Das Bild stellt den gekreuzigten und auferstandenen Jesus dar, der dem Menschen um den Preis seines Leidens Frieden und Erlösung durch den Erlass der Sünden bringt. Und charakteristisch für das Gemälde sind diese zwei Strahlen, die dem Herzen Jesu entfließen. Jesus, gefragt nach ihrer Bedeutung, gab zur Antwort: Diese Strahlen bedeuten Blut und Wasser. Der blasse Strahl bedeutet das Wasser, das die Seelen rechtfertigt. Und der rote Strahl bedeutet
das Blut, welches das Leben der Seelen ist. Jesus hat auch solche Worte gesagt: Glücklich, wer in ihrem Schatten leben wird. Denn der gerechte Arm Gottes wird ihn nicht erreichen. Also diese Strahlen bedeuten vor allem die heiligen Sakramente. Und folglich können wir die Worte von Jesus so verstehen, dass glücklich ist, wer in der Kirche lebt und in den heiligen Sakramenten den lebendigen Gott begegnet. Die vollkommene, angemessene Antwort auf diese Güte Gottes, die wir auf diesem Bild sehen, ist das Vertrauen. Und daher unter diesem Bild befinden sich diese Worte: Jesus, ich vertraue auf dich. Aber eine Sache noch wichtig ist: Es geht um diese Haltung der Barmherzigkeit. Das Bild soll uns an diese wichtige Pflicht erinnern. Also die Verehrung des Bildes beruht auf einem vertrauensvollen Gebet vor diesem Bild, das immer mit den Taten der Barmherzigkeit verbunden ist. Und an eine so verstandene Verehrung des Bildes knüpfte Jesus besondere Versprechungen. Das Versprechen der Erlösung und das Versprechen großer Fortschritte auf dem Wege der christlichen Vollkommenheit. Aber nicht nur diese Gaben will uns Jesus geben. Er sagte auch, dass er durch dieses Gemälde, durch dieses Bild viele Gnaden erteilen will. Ich wünsche, dass das Fest der Barmherzigkeit Zuflucht und Unterschlupf für alle Seelen wird, besonders für die armen Sünder. An diesem Tag ist das Innere meiner Barmherzigkeit geöffnet. Ich ergieße ein ganzes Meer von Gnaden über jene Seelen, die sich der Quelle meiner Barmherzigkeit nähern. Jene Seele, die beichtet und die heilige Kommunion empfängt, erhält vollkommenen Nachlass der Schuld und der Strafen. Keine Seele soll Angst haben, sich mir zu nähern, auch wenn ihre Sünden rot wie Scharlach wären. Jesus wollte, dass das Fest der Barmherzigkeit in aller Kirche feierlich gefeiert wird. Diesen Wunsch äußerte er zum ersten Mal, als er seinen Willen bezüglich der Entstehung des Bildes des barmherzigen Jesus übermittelte im Jahre 1931. Zu diesem Thema kehrte Jesus insgesamt 14 Mal zurück. Und seine Wünsche können wir in 4 Punkten zusammenfassen. Erstens soll das Fest der Barmherzigkeit am ersten Sonntag nach Ostern gefeiert werden. Zweitens soll an diesem Tage das Bild des barmherzigen Jesus öffentlich gefeiert werden. Drittens, die Vorbereitung darauf, auf das Fest, soll die Novene sein, die auf dem Beten des Rosenkranzes zur Barmherzigkeit Gottes beruht und am Karfreitag beginnt. Und viertens sollen die Priester an diesem Tage besonders über die unerschöpfliche Barmherzigkeit Gottes predigen. Sie sollen sie einfach verkünden, den Leuten kennenlernen lassen. Die Wahl des ersten Sonntags nach Ostern ist nicht zufällig. Sie weist darauf, dass es zwischen dem Werk der Erlösung
und dem Werk der Barmherzigkeit eine enge Verbindung besteht. Also im Leiden Jesu, in seinem Tode, in seiner Auferstehung offenbart sich die Liebe Gottes am vollkommensten. Jesus bringt den Menschen den Sieg, die Gabe des Sieges über den Tod und die Sünde. Und das ist das Wichtigste, das Größte, was der Mensch überhaupt von Gott bekommen kann. Aber die größte Gnade versprach Jesus diejenigen, die an diesem Tage zur heiligen Kommunion kommen. Er versprach den Leuten die Gnade des vollkommenen Nachlasses, der Schuld und der Strafe. Also nach der Beichte, nach so einer Kommunion an diesem Tage, wird unsere Seele schneeweiß. Also wir sind unschuldig wie kleine Kinder. Bis heute, bis zu diesem Zeitpunkt, war diese Gnade nur einmal im Leben zu erreichen, also nur bei der heiligen Taufe. Aber jetzt, wenn wir schon das Fest der Barmherzigkeit feiern können, dann haben wir die Möglichkeit, diese Gnade nochmal zu bekommen. Und zwar nicht nur einmal im Leben, sondern jedes Jahr bei dieser Kommunion, bei dieser heiligen Kommunion an diesem Tage. Also nach 20, 30 oder 50 Lebensjahren kann man wieder unschuldig wie ein Kind sein. Das Fest wurde vom Heiligen Vater am 30. April 2000 in aller Kirche eingesetzt, wie sich das Jesus wünschte. Am Abend erblickte ich in meiner Zelle einen Engel, den Vollstrecker von Gottes Zorn. Als ich das Zeichen von Gottes Zorn sah, das die Erde treffen sollte, bat ich den Engel, eine bestimmte Zeit innezuhalten, und die Welt wird Buße tun. Da schaute ich die heiligste Dreifaltigkeit. Die Größe ihrer Herrlichkeit durchdrang mich bis ins Innerste, und ich wagte nicht, meine Bitte zu wiederholen. Im gleichen Augenblick fühlte ich in meiner Seele die Macht der Gnade Jesu und begann Gott für die Welt zu bitten mit innerlich vernommenen Worten. Als ich so betete, sah ich die Ohnmacht des Engels, der die gerechte Strafe, die für die Sünden fällig war, nicht mehr ausüben konnte. Am nächsten Morgen erinnerte Jesus Schwester Faustine an diese innerlich vernommenen Worte und lehrte sie genau, wie dieses Gebet auf einzelnen Perlen des gewöhnlichen Rosenkranzes zu beten ist. Dieses Gebet ist zum Beschwichtigen meines Zornes. Du wirst es 9 Tage lang wie den üblichen Rosenkranz beten. Und zwar zuerst ein Vaterunser und ein Gegrüßet seist du Maria und das Glaubensbekenntnis. Anschließend an den Vaterunser-Perlen die Worte: Ewiger Vater, ich opfere dir den Leib und das Blut auf, die Seele und die Gottheit deines geliebten Sohnes. Beim Beten dieses Rosenkranzes vereinigen wir uns mit dem Kreuzesopfer Jesu. Wir bringen Gottvater seinen vielgeliebten Sohn zum Opfer. Und auf diese Art und Weise berufen wir uns auf das stärkste Motiv, um von Gott erhört zu werden. Jesus sagte, durch das Beten dieses Rosenkranzes bringst du die ganze Menschheit näher zu mir.
Dieses Gebet ist zum Beschwichtigen meines Zornes. Er sagte auch, mir gefällt es, Ihnen durch dieses Gebet alles zu schenken, worum Sie mich bitten, wenn es mit meinem Willen übereinstimmt. Also wenn es für uns wirklich gut, objektiv gut ist, weil Gottes Pläne mit uns immer barmherzig sind. Also der Wille Gottes gegenüber den Menschen ist immer die Barmherzigkeit und die Liebe. Jesus knüpfte an dieses Gebet, außer diesem allgemeinen Versprechens, auch das Versprechen des glücklichen und ruhigen Todes für diejenigen, die dieses Gebet verrichten, aber auch für die Sterbenden, bei denen das Gebet verrichtet wird. Die Priester sollen dieses Gebet den Sündern als letzten Rettungsanker reichen. Dieses Gebet ist auch sehr leicht, sehr einfach. Wir brauchen dazu keine bestimmten Texte zu kennen. Aber es ist wichtig, mit Jesus in diesem Moment, mit dem Herzen bei ihm am Kreuz zu sein. Die fünfte Kultform der Barmherzigkeit Gottes ist die Verbreitung der Verehrung der göttlichen Barmherzigkeit. Priester und Gläubige können Apostel der Barmherzigkeit Gottes sein durch ein Vorbild tiefen christlichen Lebens, das auf der Haltung des Vertrauens auf Gott und der Barmherzigkeit gegenüber dem Nächsten beruht. Besonders aber wirksam können hier Priester sein, die Jesus vergewissert, dass verhärtete Sünder reumütig werden, wenn sie über die Barmherzigkeit Gottes sprechen werden. Im Oktober 1937 offenbarte Jesus an Schwester Faustine eine neue Form des Gebetes, und zwar in seiner Todesstunde. Ich erinnere dich daran, meine Tochter, dass du, so oft du die Uhr die dritte Stunde schlagen hörst, dich ganz in meine Barmherzigkeit versenkst, sie verherrlichst und sie preist. Rufe ihre Allmacht herab für die ganze Welt, besonders aber für die armen Sünder. Denn jetzt steht sie für jede Seele weit geöffnet. In dieser Stunde kannst du alles für dich selbst und für andere erbitten. In dieser Stunde kam die Gnade für die ganze Welt. Barmherzigkeit besiegte die Gerechtigkeit. Um 3 Uhr flehe meine Barmherzigkeit an, besonders für die Sünder. Vertiefe dich wenigstens kurz in mein Leiden. Vor allem in meine Verlassenheit während des Sterbens. Das ist die Stunde der großen Barmherzigkeit für die Welt. In dieser Stunde versage ich nichts der Seele, die mich durch mein Leiden bittet. Seelen, die den Ruhm meiner Barmherzigkeit verbreiten, beschütze ich ihr Leben lang. Wie eine zärtliche Mutter ihren Säugling beschützt. Und in der Stunde ihres Todes werde ich nicht ihr Richter sein, sondern ihr barmherziger Erlöser. Und dieses Sanktuarium, wo wir uns jetzt befinden, zieht viele Pilger, viele Verehrer der göttlichen Barmherzigkeit an. Also pro Jahr ist es fast 1 Million. Aber unter diesen Menschen sind auch diejenigen, die nicht genau wissen, wo sie sich eigentlich befinden. Und wenn sie dann aber an diesem Ort die Barmherzigkeit, die Güte Gottes tief erleben, sie kennenlernen, sehr tief erfahren, dann kommen sie sehr oft nach ihre Häuser zurück als neue Menschen und oft
als Apostel der Barmherzigkeit Gottes. Dieses Thema ist in besonderer Weise mit der heiligen Schwester Faustine verbunden. Gerade hier wohnte sie, als sie an der Pforte arbeitete. Hier war auch ein sehr interessantes Ereignis. Eines Tages, das war Ende September 1937, kam an die Pforte ein junger, armer Mann. In zerrissener Kleidung, barfuß, ohne Kopfbedeckung und durchfroren, denn der Tag war kalt und nass. Er bat um etwas warmes Essen. Schwester Faustine ging in die Küche und fand nichts für die Armen. Nach einigem Suchen doch fand sich etwas Suppe. Die wärmte sie auf, bröckelte etwas Brot hinein und reichte sie dem Armen. Als sie von ihm den Becher abnahm, gab er sich als Herr des Himmels und der Erde zu erkennen und entschwand ihren Blicken. Schwester Faustine kehrte zurück in dieses Zimmer und überlegte, was eigentlich an der Pforte geschehen war. Und da hörte sie die Worte von Jesus selbst. Meine Tochter, mir waren die Segenswünsche der Armen zu Ohren gekommen. Sie gingen von der Pforte und lobten mich. Mir gefiel deine Barmherzigkeit im Rahmen des Gehorsams, und ich verließ meinen Thron im Himmel, um deine Barmherzigkeit zu kosten. In diesem Moment, sagte Schwester Faustine, verstand ich dieses Ereignis an der Pforte. Verstand ich auch die Bescheidenheit dieses Jünglings. Und jetzt verstehe ich auch, dass jeden Tag Gott gibt uns Zeit, gibt uns Möglichkeit, den anderen barmherzig zu sein, den anderen Hilfe leisten. Jetzt verstehe ich immer und überall und zu jeder Zeit gibt es Möglichkeit, Gutes tun. Und am letzten Tage werden wir Rechenschaft darüber ablegen und ein entsprechendes ewiges Urteil bekommen. Manche Studenten sind sehr freudig, wenn sie die Fragen während der Prüfung schon früher kennen. Und das ist dann ganz einfach, die Antworten zu geben. Und eigentlich, wir kennen die Frage, die wir am letzten Gericht bekommen werden. Da ich glaube, die einzige Frage, die Jesus uns stellen wird, wird es sein, warst du barmherzig dem Nächsten gegenüber aus Liebe zu mir? Wie sehr sehne ich mich danach, Sünder zu retten. Ich sehne mich danach, mein göttliches Leben in die Seelen der Menschen zu gießen
und sie zu heiligen, wenn sie nur meine Gnade annehmen wollten. Die größten Sünder würden zu großer Heiligkeit gelangen, wollten sie nur meiner Barmherzigkeit vertrauen. Wenn die Seele die Schwere ihrer Sünden sieht und erkennt, wenn sich vor ihren Augen der ganze Abgrund ihres Elends, in das sie sich gestürzt hat, ausbreitet, soll sie nicht verzweifeln, sondern sich mit Vertrauen in die Arme meiner Barmherzigkeit werfen, wie ein Kind in die Arme seiner liebenden Mutter. Anlässlich der Seligsprechung von Rinaldi und Gebrüder begab ich mich zur St. Peter-Basilika in Rom. Ich litt damals an Epilepsie, Gedächtnisschwund, Sklerosis multiplex, Harnabflussbehinderung und starker Sehschwäche, was durch eine Beschädigung des Augennervs verursacht wurde. Außerdem trug ich wegen Lichtempfindlichkeit eine dunkle Brille. Ich konnte mich nur im Rollstuhl bewegen. Nun begab ich mich zur St. Peter-Basilika. Ich hatte bei mir 5 Bilder vom barmherzigen Jesus und eine Medaille. Ich bat den Heiligen Vater, dass er die Bilder segne, und vor allem bat ich um einen Segen für mich, da ich damals eine tiefe geistige und moralische Krise durchmachte. Der Heilige Vater sagte zu mir: Wie ist das möglich, dass du in einer Krise bist, wenn du den barmherzigen Jesus bei dir hast? Vertrau auf das Herz Jesu und die Fürbitte meiner Schwester Faustine. Nach meiner Rückkehr in Vicenza fuhr ich nach Trient ins Diözesanhaus Villa Santissima in die Barmherziger Jesuskirche. Ich bin eher aus Gehorsam zu dieser Andacht gekommen und erwartete nichts Besonderes. Aber während des vom Priester Renato Tissot gesprochenen Gebets um die Heilung hat mich Jesus geheilt. Die Heilung ist erfolgt, nachdem ich für meine Mutter gebetet und ihr dafür gedankt hatte, dass sie mir das Leben gegeben hat. Während des Gebets in der Kirche habe ich den barmherzigen Jesus gesehen, der seine Hände zu mir ausstreckte und mir entgegenkam. Ich wollte das nicht glauben und versuchte, in eine andere Richtung zu schauen, aber er war dort und lud mich mit ausgestreckten Armen ein. Als ich zum 5. Mal zu ihm hinübersah, bat ich ihn, dass er mir aufzustehen erlaube. Er hat meinen Wunsch erfüllt und lud mich zum Verlassen des Rollstuhls ein. Seiner Aufforderung folgend verließ ich den Rollstuhl und begab mich zur Anbetung in die Kapelle des Heims. Dann sank ich in eine Art Schlaf, in dem Schwester Faustine mir lächelnd erschien. Nachdem alle Untersuchungen gemacht worden waren, erwies es sich, dass meine Heilung vollständig war. Es sind nun schon 9 Monate seit diesem Tag, dem 2. August, vergangen. Ich fühle mich gut. Ich habe das Bedürfnis, Missionar der göttlichen Barmherzigkeit zu sein. Ich liebe den barmherzigen Jesus, weil er Liebe ist, weil er mir in jedem Augenblick meines Lebens hilft. Vor langer Zeit hatte ich Zweifel an meinem Glauben. Ich wurde drogenabhängig, hörte auf, zur Kirche zu gehen und sündigte immer mehr. Damals hat mich eine Unglückssträhne getroffen, der Tod meines Mannes und später der Tod meiner 2 ungeborenen Kinder. Ich selbst war die Ursache des Todes der 3. Mein Mann konnte nämlich meine Untreue nicht ertragen und nahm sich das Leben. Meine Kinder sind gestorben, bevor sie geboren wurden. Ein paar Mal wollte ich Selbstmord begehen. Ich öffnete mir die Adern und nahm eine so große Dosis von Schlaftabletten, dass mir niemand eine Überlebenschance gab. Und doch, nach jeder solchen Rückkehr zum Leben, nahm ich mir vor: Geh zur Beichte, das bringt Erleichterung deiner Qual. Und die Erleichterung ist gekommen. Trotz all dem war ich nicht allein. Ich fand die Broschüre »Jesus, ich vertraue auf dich«, lernte Schwester Faustine und den Rosenkranz zur göttlichen Barmherzigkeit kennen, den ich ab und zu betete.
Eines Nachts, ich hatte weder einen Tropfen Alkohol getrunken noch Drogen genommen, fühlte ich Güte und Liebe in mir. Als Drogenabhängige, Diebin, Gattin, Kinder und Selbstmörderin beschloss ich zu glauben und zu vertrauen. Ja, Jesus, ich vertraue auf dich. Das sind für mich magische Worte. Nachdem man sie ausgesprochen hat, entstehen in der Seele Veränderungen. Freude und ein endlos tiefes Liebesgefühl, auch zu mir selbst, durchdringen mich. Es ist ein wunderbares Gefühl, dessen Geschmack ich erst kennengelernt habe, als ich an die endlose göttliche Barmherzigkeit geglaubt habe. Seither analysiere ich und überlege mir jedes Wort, das Jesus an Schwester Faustine gerichtet hat. Diese Worte sind so überzeugend für mich und zugleich heilig. Sie sind der Weg zu meinem weiteren Leben. Ich bin 28 und darf nicht in einen Orden oder eine Kongregation eintreten. Aber ich erinnere mich an eine junge Ordensschwester im Krankenhaus bei meiner letzten Entgiftung. Die Dinge, die sie mir erzählt hat, nehmen mir jetzt viel Zeit in Anspruch. Auf dem Weg zur Heilung begleitet mich das Bild des barmherzigen Jesus, das in dem Erziehungszentrum für Drogenabhängige ist. In jedem meiner Zweifel an der Heilung hilft mir die Anwesenheit des Bildes in unserer Kapelle. Wenn mir etwas unerreichbar erscheint, werden in meiner Seele folgende Worte wach: Ich vertraue. Und dann bekomme ich das. Meine Liebe zum barmherzigen Jesus kennt keine Grenzen. Außerdem ist sie rein und ohne einen falschen Ton. Ich habe vertraut, weil ich nichts zu verlieren hatte. Dafür habe ich viel, sehr viel gewonnen. Ich arbeite viel an mir selbst, befreie mich von der Vergangenheit. Es gibt nichts von dem früheren Leben in mir. Ich gehe also den Weg zur vollständigen Heilung, zur Befreiung von der Drogenabhängigkeit. Und dabei helfen mir Leute, Therapeuten und der barmherzige Jesus. Ich bin 35, verheiratet und habe zwei Kinder. Die Tochter Anna, 12 Jahre alt, und den Sohn Paul, 2,5 Jahre alt. Lange Zeit war ich der Tradition nach katholisch. Sonntags und feiertags ging ich zur Heiligen Messe. Ab und zu empfing ich die Heiligen Sakramente. Nach dem Studium heiratete ich und gebar meine Tochter. Mein Mann war Sportler, wir studierten zusammen, aber wir haben uns nicht gut kennengelernt, weil er immer zum Training oder Fußball spielen musste. Als unsere Tochter 3 Wochen alt war, musste er zum Militär. Also erzog ich sie 15 Monate lang allein. In dieser Zeit gab es in Polen das Kriegsrecht. Es war sehr schwer. Als mein Mann zurückkehrte, interessierte er sich weiterhin nur für seinen Sport und vernachlässigte mich und unsere Tochter. Wir hatten viele gesellschaftliche Kontakte und häufige Einladungen, bei denen immer reichlich Alkohol floss. Da passierte es, dass ich meinem Mann untreu wurde. Ich war 30, unsere Tochter 6 und alles begann zu wackeln. Auf dem Weg von der Arbeit nach Hause ging ich eines Tages in die Kirche und saß nur so da, ohne ein Gebet zu sprechen. Es war mir sehr schwer zumute und ich wollte jemanden kennenlernen, der mir helfen könnte. Ich habe in der Kirche einen Platz vor dem Bild mit der Aufschrift »Jesus, ich vertraue auf dich« gefunden, ohne irgendwas von ihm zu wissen. Ich wunderte mich sogar über die seltsame Aufschrift auf dem Bild. Zu Weihnachten ging ich zur Beichte und lernte einen ausgezeichneten Beichtvater kennen. Er hat mein Gewissen tief erschüttert. In der Weihnachtszeit besuchte uns dieser Beichtvater. Mein Mann war nicht da, weil er wieder beim Fußballspiel sein musste. Ich war allein mit meiner Tochter Anja. Als der Priester Anja fragte, wen sie mehr liebte, den Vater oder die Mutter, antwortete sie: Mutti, weil sie immer bei mir ist und Vati nur zum Fußball geht. Das hat ihn sehr bewegt und nach einigen Tagen kam er wieder, um mit meinem Mann zu sprechen. Er kümmerte sich von da an um unser Familienleben und widmete uns viel von seiner wertvollen Zeit. Seine Bemühungen und Gebete hatten Erfolg.
In dieser Zeit besuchte mich nach 13 Jahren ein Kollege aus der Oberschule, um ein Klassentreffen unserer ehemaligen Abiturklasse zu organisieren. Wir waren nie besonders befreundet, aber ich bat ihn um etwas zum Lesen. Er brachte mir das Tagebuch der Schwester Faustine, die Broschüre »Jesus, ich vertraue auf dich« und »Über Jesu Nachahmung«. Mit Tränen in den Augen habe ich diese Schriften gelesen. Es gab damals nichts Wichtigeres für mich. Endlich habe ich etwas über dieses Bild erfahren. Damals begann für mich ein neues Leben. Jeden Tag ging ich vor der Arbeit zur Heiligen Messe und zur Kommunion und beichtete häufig bei meinem Beichtvater. Viel Freude und Rührung erlebte ich vor dem Bild »Jesus, ich vertraue auf dich«. Unsere Tochter Anja bereitete sich auf die erste Heilige Kommunion vor, als ich im 5. Monat mit dem von meinem Mann, Anja und mir seit langem begehrten zweiten Kind schwanger war. Wir wollten ein Söhnlein und baten darum Gott und Schwester Faustine um ihre Fürbitte. Mein Beichtvater wurde jetzt zum Beichtvater von uns dreien. Nach den Ferien und der ersten Kommunion von Anja, aber noch vor der Geburt des Kindes, ist er zur Mission gefahren. Wir unterstützen uns gegenseitig im Gebet. Paulchen wurde geboren, als mein Mann im Westen war, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen und damit ich möglichst lange zu Hause bleiben konnte. Erziehungsurlaub wird hier nämlich nicht bezahlt. Während ich unseren Sohn gebar, betete ich die ganze Zeit den Rosenkranz, abwechselnd mit dem Rosenkranz zur göttlichen Barmherzigkeit. Fast ein ganzes Jahr lang blieb ich allein mit den Kindern. Diese Zeit war sehr schwer für mich, aber ich betete immer beim Stillen und bei allen anderen Arbeiten. Der erste Spaziergang mit dem Kinderwagen führte mich zur Kirche, vor das Bild der Gottesmutter und selbstverständlich zum Bild mit der Aufschrift »Jesus, ich vertraue auf dich«. Es war still und leer in der Kirche. Vor dem Bild öffnete Paulchen die Augen und lächelte, was er bis dahin nie gemacht hatte, weil er ja erst 3 Wochen alt war. Ich kann nicht sagen, dass mein Leben auf Rosen gebettet ist, dass ich keine täglichen materiellen Sorgen und keine Erziehungsprobleme hätte. Anja ist in der Pubertätsphase und Paulchen hat einen starken, unnachgiebigen Charakter. Er ist eine fliegende Energiekugel von früh bis spät. Aber das alles ist toll, wenn man tagtäglich fühlt, wie Gott selbst mir seine Hand reicht.